Gehörst auch du zu den 30%, die an Bluthochdruck leiden? Bestimmt hast du dich dann auch schon gefragt, was du dagegen unternehmen kannst. In diesem Video erfährst du, mit welchen Lebensmitteln du deine Blutdruckwerte verbessern kannst. Was ist denn überhaupt so gefährlich an Bluthochdruck? Bluthochdruck verläuft meist ohne Symptome. Erst bei einem sehr hohen Bluthochdruck kann es zu Ohrensausen am Morgen, Kopfschmerzen und Schwindel kommen. Deswegen stellen Ärzte die Diagnose meistens erst bei einer Routineuntersuchung. Bluthochdruck ist allerdings der Vorbote von sämtlichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Arterienverkalkungen, Herzinfarkt und Schlaganfällen. Ab wann hat man eigentlich Bluthochdruck? Zuallererst die Maßeinheit für Blutdruck ist Millimeter Quecksilbersäule. Und beim Blutdruckmessen gibt es zwei Zahlen. Einmal den systolischen Wert, das ist der höhere, und den diastolischen Wert. Der systolische Blutdruck beschreibt die Phase, in der sich das Herz anspannt, und der distolische die Phase, wo sich das Herz entspannt. Bluthochdruck, auch arterielle Hypertonie genannt, liegt vor, wenn der systolische Wert über 140 und der diastolische Wert über 90 liegt. Im Vergleich, ein idealer Blutdruck liegt bei 120 zu 80. Was ist die Ursache von Bluthochdruck? Neben unseren Genen ist unsere moderne Lebensweise das Problem. Wir haben einen stressigen Alltag, der geprägt ist davon, dass wir keine Zeit haben, uns gesund zu ernähren. Wir bewegen uns nicht genug, wir rauchen, wir trinken Alkohol und verwenden meistens mehr als 5 Gramm Kochsalz pro Tag. Das Gute daran ist, dass all diese Dinge beeinflussbar sind und damit Stellschrauben für die Behandlung von deinem Bluthochdruck. Sicher fragst du dich, wie du deinen hohen Blutdruck natürlich senken kannst. Das A und O bei der Therapie ist eine richtige Ernährung und ein gesunder Lebensstil. Die effektivste Methode richtet sich dabei nach der dringendsten Baustelle. Bei Übergewicht ist es günstig, dieses abzubauen, denn eine Gewichtsreduzierung von 5-10% verbessert die Blutdruckwerte schon enorm und senkt das Risiko, an einer Herzerkrankung zu erkranken, um 40%. Bei Rauchern zum Beispiel ist es günstig, das Rauchen einfach aufzugeben. Weitere bewährte Methoden, um Blutdruck zu senken, ist zum Beispiel eine Ernährung, die arm an gesättigten Fettsäuren, Transfetten und Kochsalz ist und dafür reich an Obst, Gemüse und Vollkornprodukten. Außerdem ist es günstig, so 3-mal die Woche Ausdauersport zu machen und seinen Alkoholkonsum, soweit es geht, einzustellen. Außerdem können verschiedene Entspannungstechniken und Atemübungen wie beim Yoga oder der progressiven Muskelentspannung helfen, deinen Blutdruck zu senken. Ich hoffe, diese Tipps werden dir dabei helfen, deinen Blutdruck auf natürliche Weise zu senken und ohne Medikamente im Zaum zu halten. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass uns einen Daumen hoch da. Falls du noch eine Frage oder einen Kommentar hast, einfach einen Kommentar in die Kommentarbox. Und abonniere natürlich gerne unseren Kanal, wenn du das noch nicht gemacht hast. Ich bin Marlena von Seraspin.